Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem zauberhaft schönen Cast zu einer neuen Folge Hogwarts Legacy. Ladies und Gentlemen, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel, viel Spaß bei der heutigen Folge. Wir sind hier in einer... aus einer Höhle gerade rausgekommen und haben Briefe für Sirona gesucht. Ach so, deswegen sind wir jetzt im Verwunschenen Wald. Ja, wir sind im Verwunschenen Wald, weil wir Sirona diese Briefe zurückgeben sollen. Das ist offensichtlich eine Höhle gewesen, die irgendwo zwischen Upper Hoaxfield und Hoaxfield gelegen war. Tja, ich wünsche euch viel, viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich werde jetzt erstmal gucken, was heißt denn eigentlich dieses Symbol, das da... Revelio. Weiß ich nicht. Wäre jetzt auch eine Überlegung, ob wir uns mal wieder vom Weg... ob wir vom Weg abgehen wollen. Ich weiß halt nicht, was da für Gefahren lauern. Ich gehe nur mal kurz gucken. Das könnte jetzt uns zum Verhängnis werden, aber ich habe vorneweg gerade eben gespeichert. Genau, wir bringen ihr die Briefe zurück. Und dann werden wir uns eine Quest... Das muss die Höhle von Fuchs sein. Da werden wir uns gleich einer Quest nochmal widmen. Beware of Spiders. Bekannt. Geil, wie sich das drehen. Ah. So. Ist das irgendeine Höhle? Was ist das? Soll ich da rein? Will ich da rein? Spinnenhöhle. Will ich da rein? Tue ich das jetzt? Ah, es ist zu spät. Ich bin drin. Extreme Danger. Ich habe gerade gelesen, Extreme Dancer. Ja, irgendwie könnte das auch ein Dancer, ein C sein, statt ein G. Okay. Extreme Dancer. Dance, dance, dance. Incendio. Jetzt ist es zu spät. Wir hängen hier jetzt drin. Tops, du hast deine Quote um 3 Fiolen verfehlt. Weißt du, was das bedeutet? Es bedeutet, dass meine treuen Kunden ihre Flaschen von Seamus Schrumpflösung nicht erhalten. Wegen deines dummen Fehlers bekommst du eine Woche lang kein Essen. Außerdem erwarte ich von dir, dass du dich entsprechend bestrafst. Wenn ich die nächste Lieferung abhole, sehe ich am besten blutige Verbände statt deines üblichen idiotischen Grinsens. Wenn du deine nächste Quote plus 5 zusätzliche Fiolen nicht erfüllst, verlierst du mehr als nur deine Essensprivilegien. Tops Meister ist furchtbar. Voll. Ich weiß auch nicht, ob ich hier sein möchte. Aber nun ist es zu spät. Tops? Dick schickt mich. Ah! Bist du hier drin? Diese Quest ist das. Siehst du, unfreiwilligerweise sind wir jetzt in eine andere Quest gegangen, weil Hauself Dick hat uns ja gebeten, dass wir gucken, wo Tops steckt. Kann ich hier? Wie komme ich denn da lang? Revelio. Ich glaube, hier da lang, oder? Da wäre noch eine Kiste. Komme ich da ran? Vielleicht? Ja, nein, vielleicht. Kufi mit Quaste. Genau. Da sollten wir nämlich gucken. Hat er uns nämlich drum gebeten, wo sein Freund steckt. Und da gucken wir jetzt mal nach. Frage ist, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Es könnte ein Fehler gewesen sein, dass ich hier runtergelatscht bin. Aber irgendwie muss es ja hochgehen. Komm ich hier hoch? An diesen schleimigen Dingern? Kann ich fliegen? Nein. Gut. Oder auch nicht. Wie komme ich jetzt hier hoch? Ich habe gespeichert vorneweg. Das sollte uns soweit beruhigen. Warte mal. Hier. Da. Ja, genau. Diese Quest ist das. Eigentlich wollte ich ja was anderes machen, aber ja, ich bin da jetzt einfach reingelaufen, weil es mich interessiert hat. Und zack, stehen wir drin. Ist nämlich sein anderer Hauselfenfreund. Täte es uns gut, wenn wir Licht machen. Ja, täte es. Spinne? Doch hier unten. Eigentlich wollte ich ja gar nicht hin. Lumos. Haben die jetzt, weil ich Licht gemacht habe? Vielleicht. Da war eine kleine. Töte sie. Ich weiß nicht, ob ich sie erwischt habe. Vielleicht. Lumos. So. Licht ist vielleicht nicht die beste Idee. Aha, guck mal. Nicht identifizierbarer Gegenstand. Rücken.
Ja, es sind viele Wege. Warte mal. Ich will hier möglichst alle Wege auch sehen, weil wir haben ja festgestellt, in diesen Höhlen gibt es meistens fantastische Dinge. Okay, ist eine kleine Sackgasse. Insofern ist es gut, wenn wir hier erstmal reingucken. Eklig überall diese Spinnweben, ne? Ja, sorry, so ist das. Manchmal gerät man dann einfach in irgendwelche Quests rein, in die man gar nicht unbedingt reinlaufen will. Ah. Das ist dreckig da, Spinnweben. Eklig. Lumos. Ich brauche mal ein bisschen Licht. Das ist mir zu dunkel. Da ist doch eine. Entwaffen die Spinne! Bei dir das Licht dann rausziehen. Hätte ich jetzt aber auch ohne das Licht nicht gesehen, ne? Lumos. Ohne Lumos wäre mir das jetzt nicht aufgefallen. Aber ich möchte natürlich auch noch zurückgucken, dass wir auch nichts übersehen. Da ist doch noch was. Tja, Deko. Meine Deko-Spinne. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Ich habe gerade gesagt, mir macht keine Spinne mehr Angst, oder? Lumos. Habt ihr diese Riesenspinne gesehen? Oh. Ich möchte bitte nicht mehr weiterlaufen. Oh mein Gott, ich habe genug von dieser Höhle. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die war ja gefühlt 10-mal so groß wie die anderen großen, die wir gerade hatten. Scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und die ist vermutlich sauer. Oh Gott, Leute. Ich will da nicht raus. Wenn die da draußen ist... Oh, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Warst du Level 20? Niemals. Ich will da nicht raus. Wenn die uns jetzt auf den Kopf knallt. Ich war offenbar schon vor einiger Zeit hier. Er muss tiefer in die Höhle gegangen sein. Aua! Spring mir ins Gesicht. Ah, das ist grausam. Oh, die ist jetzt irgendwo höher gelaufen, oder? Kann man dieser Riesenspinne entgehen? Vielleicht ist sie auch einfach ins Tageslicht gegangen. Oh, Leute. Ich will das nicht tun. Ah! Wo kam die denn jetzt her? Aus welcher Erde? Ich kann Spinnen züchten. Aus der Erde raus. Gehen sie da jetzt so halbtot rüber? Warum? Lumos. Ja, löst dich auf. Finde ich gut. Habe ich gesagt, die Spinnen können mir nichts mehr? Ich will alles zurück. Die können mir ganz viel. Und davon noch mehr. Oh, ich habe Bauchschmerzen. Ich möchte hier nicht rein. Aber die höre ich jetzt auch so Slytherin-Stimmen. Oh Gott, da sind ganz viele, glaube ich. Sind einfach eklig. Eigentlich muss ich in die Richtung, glaube ich. Aber ich will wissen, was da ist. Glaube ich. Vielleicht. Jetzt ist es zu spät. Ist es der Ausgang gewesen? Ich weiß nicht, was ich tue. Normalerweise heißt es, er tötet sie, bevor sie Eier legen. Aber in dem Fall hier ist das schon zu spät. Fall ja nicht runter, ey Mädchen, ne? Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn wir jetzt nach oben laufen. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich kann wieder runterlaufen. Nee, aber da unten war doch noch was. Warte mal.
glaube, es gibt mehrere Wege, die nach Rom führen. Hä? Nee, dann laufe ich doch nach oben. Gibt es mehrere Wege, die hierhin führen? I'm not sure. Ah, ich kam hierher, oder? Kam ich hierher? Ist das der Eingang? Nee, aber hier war, wenn hier noch eine Truhe oder wenn hier noch was stand. Doch, ich bin gerade im Kreis gelaufen. Oder? Oh nee, aber so einen ganzen Gang, wo ich so lange auf dem Boden... Nee, 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 hier war ich noch nicht. Ich will auch noch alles einsammeln. Das wird mir auch echt zum Verhängnis, das weiß ich jetzt schon, ne? Dass ich alles einsammeln will. Oh Leute. Warum? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich töte sie. Verfluche sie. Ah! Du musst brennen. Sie ist einfach groß. Ach, wir können die doch nicht bei der Rest zwingen. Warte. Ach, ich töte alle. Einfach. Ach, was haben wir denn gemacht? Warte. Ah, warte, warte, warte. Da ist noch eine. Wenn der Meister nach Tops sucht, hat Tops alle Blutegel hier verspeist und muss tiefer in die Höhle gehen. Tops hofft, dass der Meister auf seine Rückkehr wartet. Es ist viel zu gefährlich für den Meister, ihm zu folgen. Und Vorsicht vor den Spinnen, Tops. Tops. Das klang ja nicht gerade ermutigend. Nee, überhaupt nicht. Aber sieht das hier überhaupt ermutigend aus? Lumos. Ermutigt das irgendjemand von euch, hier zu sein? Nein. Ich möchte hier nicht sein. Jetzt wäre ich hier fast gegen die Spinnen geladen. Irgendwas hat mich abprallen lassen. Ich weiß nur gerade nicht was. Ich weiß nicht, es war merkwürdig. Ich möchte hier nicht sein. Da ist die Spinne gerade runtergelaufen. Hier ist safe am Ende irgendwo eine richtig ultra große Spinne. Warte. Warte. Wo? 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 Ich will da nicht rein. Ich möchte das nicht tun. Ey, guck doch mal an, wie eklig dieser Gang ist. Oh, und überall habt ihr da die Spinnenweben in den Haaren. Oh. Und wie wissen wir aus Cerise and the Lost Demon? Die Haare einer Hexe sind das Wertvollste. Ich will hier nicht runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die sieht auch ganz unfreundlich aus. Die sieht auch gar nicht gut gelaunt aus. Gar nicht. Oh Gott, Level 30. Niemals schaffe ich das. Niemals. Hörte sie. Ah, fuck, das sind auch noch viele. Fuck, das schaffe ich nicht. Oh Gott, sie ist unfreundlich. Oh Gott. Sie hasst mich. Und ich hasse sie. Ich habe irgendwas ganz anderes fixiert. Kann mich die erst töten. Ah, lass mich Ruhe. Oder ist doch zu klein? Ah, vielleicht doch zu klein. Ich hab Angst. Ich will hier nicht sein. Mann. Weg, 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 weg. Oh Gott, die Große kommt. Die kommt, die kommt, die kommt. Ah. Krank. Hilfe. Wir alle erstmal auslöschen. Auch wenn das jetzt Trinke braucht. Scheiß die Wand an, Alter. Fuck off. Sie hat mich getötet. Fuck. Spinne?
Ich muss es anders angehen. Oh, Leute, jetzt ist mir warm. Jetzt ist mir richtig warm. Jetzt ist mir einfach richtig warm. An welcher Stelle stehe ich denn jetzt? An diesem ekligen Gang? Wo bin ich denn jetzt? Wo muss ich lang? Da lang? Ist das der Gang, den ich gerade war? Bin ich jetzt dann gleich bei den Spinnen? Ich laufe zurück, oder? Ich glaube ja. Warte. Das lasse ich doch so nicht auf mir sitzen, hallo? Aber die war echt groß. Ich habe doch gesagt, die ist richtig groß. Oh, hässliche Spinne. Aber haben wir die jetzt im... Vor allen Dingen, dass wir mal gestorben sind, das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Wir könnten bei... Die müsste doch hier drin sein, oder? Nee. Warum tauchen die Spinnen hier eigentlich nicht mit auf? Weil die Spinnen zu irgendwas anderem zählen? Oder die Spinnen fallen aus sämtlichen Rastern raus? Also, haben wir irgendwie einen Bereich? Ich glaube da. Wir können da vielleicht im Bereich mal reingucken. Ob wir... Die sehen echt nicht gesund aus. Oder wie probieren wir das? Es sind halt sehr viele. Ich probiere mal mich in einen anderen Bereich rein. Mach es weg! Das ist ja die Frage. Kommen die hinterher? Können wir die alle separieren? Ich weiß, es ist arschig, das so zu machen. Aber ich glaube nicht, dass die uns hinterher. Ich weiß nicht, ob die hier hochkommen. Lauf doch nicht so schnell davor. Guck mal, weil... Guck mal, die Spinne ist zu dumm. Ah, hier hinten ist eine. Dann löschen wir die doch so alle aus. Das ist doch eine coole Taktik, mit der ich, glaube ich, umgehen kann. Machen wir doch das kleine vielleicht weg? Es sei denn, natürlich die große Klatsche jetzt hinter mir. Ich bin jetzt in den Gang drin. Vielleicht jetzt. Ich weiß nicht, wo die große ist. Das ist mein Problem. Hinter mir! Hinter mir! Sie ist hinter mir! Die ganzen kleinen Scheißspinnen jetzt erstmal hier besiegen. Am Arsch, Alter. Spinnen, Alter. Mist! Ich weiß nicht, wo sie ist. Immer noch da oben. Okay, dann kann sie von mir aus da erstmal bleiben. Aua! Weil wenn wir die erstmal diesen ganzen kleinen Scheiß hier... sind immer noch so viele laut Karte, ne? Mist! Warum ist sie jetzt geflohen? Stell dich! So ein bisschen separieren. Die Große ist echt eklig. Schneller, schneller. Einfach schnell rauf. Einfach schnell rauf. Okay, das ist jetzt eine kleine. Warte mal. Weil so haben die jetzt gut isoliert. Das könnte funktionieren, weil wenn wir jetzt nur noch die Große haben, könnte das klappen. Das ist so ein bisschen wie Trick 17. Weil die hängt ja jetzt in den Gang fest. Das nutzen wir jetzt mal ein bisschen aus. Weil die wird schon schnell genug hier auf den Boden klatschen. Aber solange sie das nicht tut... Möglichkeiten. Warte. Falsche Taste. Repariere die Spinne. Okay, ich habe überlegt, ob wir noch einen anderen Zauber am Start haben. Guck mal, die hängt da jetzt richtig schön fest da oben. Fantastisch. So was das sei, Freunde. So besiegen wir jede Spinne.
Hau ich mich jetzt ein bisschen näher ran? Zu nah, zu nah, zu nah. Kann ich nicht mal runterkommen? Oh, auf Distanz. Gar kein Schicks. So, jetzt kommt die Gute. Wo ist sie? Oh, Eier, spring doch nicht auf mich rauf. Was für eine Spinne. Alter, was für eine Spinne. Alter, was für eine Spinne. Stirb! Aber nicht du. Also wir haben ja genug Dreck jetzt am Start. Stirb, 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 stirb. Das war die Mutter aller Spinnen. Einfach ein Objekt des Todes. Ich muss speichern. Freunde, das also. Und was hat uns der Hauself hat uns doch absichtlich hier in eine Falle gelockt. Oh, Leute, was für eine Höhle. Oh, ich werde nie wieder so schnell in so eine Spinnenhöhle reinlatschen. Das könnt ihr mir aber glauben, ne? Oh. Aber ich glaube, das Schlimmste haben wir jetzt überstanden. Schlimmere Dinge kommen jetzt nicht mehr auf uns zu. Hoffe ich. So, hier sind doch auch noch zwei irgendwie laut Karte. Oder sind die rüber? Keine Ahnung. Das hat uns echt jetzt einiges an Tränken gekostet, ne? Da ist er! Oh, ich habe das Gefühl, dieser Hauself ist Tops. Aber ist er tot? Oh nein. Wenn der Meister die Leiche von Tops findet, war die große Spinne zu stark. Tops hat den Meister enttäuscht und hat diese Strafe verdient. Tops fühlt sich schwach, schläfrig. Tops muss... Armer Tops. Allein gelassen mit den Spinnen. Aber warum hat die ihn nicht gefressen? Aber guck mal, ja, der ist verblutet. Also der muss irgendeine Wunde bekommen haben. Und ist Tops gestorben. Oh. Oh, das ist traurig. Meine Ausrüstung ist voll. Aber vielleicht hat Tops ja auch noch was Spannendes hinterlassen. Also, wir gucken mal, ob ich irgendwas wegwerfen kann. Wo kommen denn jetzt die ganzen Fliegen hier? So. Hä? Gut. Ich guck mal, ob ich irgendwas wegwerfen kann. Geh doch weg. Alle weg. Weg, weg, weg. Hinfort. Das da zerstören wir. Ja. Zack. So. Und dann gucken wir, was wir einsammeln können. Pflaumenfarbe der Echsenhut. Fantastico. Schade, wir können ihm nicht mal eine Blume irgendwie hinlegen. Ach Mann. Tja. Deke wird darüber nicht sehr erfreut sein. Warum sind hier so viele Egel? Ich habe keine Ahnung. Okay, da ist ein Boot. Aber wie kommen wir denn hier raus, ist die Frage. Wie komme ich hier raus? Wo ist denn der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Hey, hier unten ja nicht, oder? Oder gibt es den Ausgang? Komm ich da lang? Ich spring mal rein. Ich glaube nicht, oder? Führt uns das raus? Könnte das Tageslicht sein? Ja, von oben irgendwas. Nee, irgendwie laufen wir jetzt zu irgendeiner Kiste. Und da kommt schon wieder Spinnen. Oh, es könnte aber der Ausgang sein, vielleicht. Ah, deine Plätze sind voll. Ich werde jetzt den dämlichen Hut, der, glaube ich, gar nicht so gut war, verkaufen. Den hier. Oder halt verkaufen, sagt sie, ne? Wem will ich es hier verkaufen? Weggeben, so herum. Um eine dumme Schuluniform einzusammeln, die wir auch nicht mehr brauchen. Revelio. So, pass auf. Der Altar kommt mir bekannt vor. Ich bin wohl wieder am Höhleneingang. Ja. Das ist gut, da wollte ich hin. Perfekt. Wir sind ja auch fertig hier in der Höhle. Ey, was für eine kranke Höhle. Oh, da laufe ich so schnell nicht nochmal rein. Gut, rein in den verbotenen Wald. Zack, Höhle erledigt. Oh, was für eine Höhle. Was für eine Höhle. Aber
zeigt es uns da jetzt die Quest an? Aber warum? Wir haben die doch erledigt. Warte mal, lass uns mal in den Quest gucken. Bei... hier. Erzähle Dick von seinem Freund. So herum. Okay, also. Wir gehen jetzt erstmal und bringen Sirona die Briefe. Und lassen uns jetzt wirklich nicht mehr vom Weg abbringen. Oh, wer weiß, in was für Gefahren ich sonst reinlatsche. Leute, was für eine Höhle. Mein Gott. Ja nichts. Aber die. Oh. Also ohne Witz, ne? Diese Spinne war einfach nicht von dieser Welt. Die Spinne war krass. Aber die war auch stärker als wir. Ist ja wie mit plötzlich stehen wir einem Troll gegenüber. Ja, Überraschungsmomente. Lieben wir. Traurige Musik. So. Wo ist derjenige da? Boah, der hat es voll explodiert. Einfach mal übelst explodiert. Ja. Und irgendeinen Erfolg gab es da für. Weil es der so und so vielte war. Ach Mensch, hier waren wir doch schon mal. Zweifellos schon lange verlassen. So sieht das aus. Boah, Leute. Mann. Ich laufe das jetzt einfach zurück. Laufe ich das zurück? Also so weit ist es ja jetzt nicht mehr. Da jetzt irgendwie ein Reittier oder so zu nehmen, bringt nichts. Auf dem Besen rauf bringt auch nichts, weil es einfach wirklich nicht mehr so viel Weg ist. Da vorne ist ja, glaube ich, gleich Hogsmeade schon. Fast bald. Also wirklich nicht mehr weit. Was hängt denn an der Seite runter? Seht ihr das? Ah, stimmt. Da waren wir aber schon mal. Ja, ja. Da waren wir schon. Da biegen wir ab. So, siehst du? Ich weiß gar nicht, ob das Meter sind, die es uns anzeigt oder was das sein soll. Keine Ahnung, gucken wir mal. Ich glaube, danach werden wir auch schnell nochmal, also sollte die Quest jetzt dann zu Ende sein, was ich hoffe. Nicht, dass es dann so ein endlos Ding ist, dass sie dann immer mehr erzählt und noch mehr will und noch mehr Quests draus macht. Würde ich nämlich dann zu Hauself Dick gehen und ihm da mal erzählen, weil wenn wir jetzt einfach so nebenbei diese Quest noch mit erledigt haben. Gibt's einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade? weißt du? Dann haben wir die Geschichte thematisch nämlich dann auch gleich noch mit abgearbeitet. Zusammenhängt. So, weißt du? Jetzt geht erstmal in die drei Besen rein. Extra Blatt! Dörte tötet riesige Spinne. Wem? Wer hat gesprochen? Weiß ich nicht. Ah, du! Wer bist du? Sir, ist alles in Ordnung? Danke der Nachfrage. Mein Name ist Ackley Barnes. Und nein, ganz und gar nicht. Ich plane gerade meine Rache gegen meinen einstigen Geschäftspartner, einen teuflischen Schwindler namens Alfred Lawley. Er hat mich aus unserem Kräuterbedarfsgeschäft verdrängt, als es gerade Fahrt aufnahm. Er meinte, ich sei zu explosiv. Dem zeige ich mal explosiv. Ich kann explodierende Dinge machen. Ich verstehe, warum er das sagt. Sie wirken wütend. Natürlich bin ich jetzt wütend. Aufgrund seiner absurden Überreaktion auf meine Leidenschaft für unser Unternehmen. Arroganter Narr. Er kann auch leidenschaftlich sein. Und daran werde ich ihn erinnern, indem ich ihm seinen geliebten Besitz nehme. Eine Venemosa Tentacula, die er aus einem Samen züchtete und die der Grundstein unseres Geschäfts sein sollte. Ich komme nicht mal in die Nähe, wenn Ruth Singer mich wie ein Augury beobachtet. Sicher auf Lollys Bitte hin. Aber ein Kind würde niemand verdächtigen. Was halten Sie davon, schweren Pflanzendiebstahl zu begehen? Sie sagten, Mr. Lawley Klauen war ist ja eigentlich so. Ich bin ja schon Auftragsdieb, woran ne? Woran haben Sie gearbeitet?
Ich hatte die Idee, eine Venemosa Tentacula zu einer Art Wachpflanze abzurichten, die auf Befehl hin angreift. Wir erlebten einen Rückschlag, als sie Lawleys Kniesel fraß. Wachpflanze? Danach warf er mich aus dem Geschäft, dieser visionslose Narr. Stimmt, ich hätte noch Pflanzen gegen die Spinnen einsetzen können. Warum brauchen Sie gerade Mr. Lawleys Venemosa Tentacula? Nun, wenn ich sie habe, hat Lawley sie nicht. Ergo kann ich mein Geschäft starten und er muss von vorn beginnen. So töte ich zwei Schnatzer mit einem Stein. Was ist sonst noch in Mr. Lawleys Keller? Oder auch wer? Lawleys gesamter Kräuterkunde bedarf eine beachtliche Sammlung. Füllen Sie ruhig Ihre Taschen, wenn Sie dort sind. Das sollte ihn ablenken. Und ich kann mit meinem Geschäft loslegen. Also ich finde es ein bisschen blöd, ihn zu beklauen um eine Pflanze, aber... Ich besorge Ihnen die Venemosa Tentacula. Ich sehe, Sie haben ebenfalls ein gesundes Gerechtigkeitsempfinden. Nee, eigentlich nicht. Nehmen Sie so viel Kräuterkunde bedarf, wie Sie nur möchten, während Sie da sind. Ich möchte lediglich die Venemosa Tentacula. Das hört sich so ein bisschen an nach. Nicht vergessen, ich brauche nur die Venemosa Tentacula. Nimm so viel, wie du willst. Also. Ich muss wohl, Mr. Gehen wir gleich in den Keller? Boah, eigentlich haben wir die Briefe noch, die wir zurückgeben wollen. Sind die drei Besen nicht hier? Das sind doch die drei Besen. Pass auf, lass uns erstmal Sirona die Briefe zurückgeben. Platz besiegt haben. Ah, ich habe ein Klingeling gesehen. Hinterlassen. Hier! Revelio! Guck mal! Die drei Besen. Das Wirtshaus Drei Besen, das derzeit von Sirona Ryan geführt wird und angeblich so alt ist wie Hogsmeade selbst, ist seit langem ein Treffpunkt für Dorfbewohner und Hogwarts-Schüler, die ein Butterbier oder ein Feuerwhisky genießen können. Ah, furchtbares Wort. Ich wollte was ganz anderes lesen. Mann. Aber wo ist Sirona? Sirona ist nicht da. Ich wollte dir die Briefe wiedergeben. Da. Sirona, ich habe gute Neuigkeiten. Ich konnte ihrer Freundin Mrs. Sprottle ein paar Horklumpe für ihren Mega-Power-Trank besorgen. Und ich fand ihre Briefe. Und ich habe sie alle gelesen. Oh, danke. Ich wusste, ich kann Ihnen vertrauen. Aber ich habe sie alle gelesen. Über einige der Briefe habe ich mich gewundert. Verständlich. Offenbar stammen die meisten Briefe von anderen Schülern. Daher weiß ich, wir haben es gelesen. Ich sah einen Brief von Ihnen an Mrs. Sprottle. Sie beide scheinen viel Spaß miteinander zu haben. Oh ja, sie brachte mir so viel bei in den Sommern bei ihr und Aiden. Ich weiß besser als jede andere, dass Jugendliche nicht immer leicht zu verstehen sind. Und bei weitem nicht alle waren so nett zu mir wie die Sprottles. Aber ihre Herzlichkeit und die vieler meiner Freunde hat mich einige Hürden überwinden lassen, sagen wir es so. Da war ein Brief von einer gewissen Mirabel. Ist das Professor Garlick? Müsste, oder? Ganz recht. Eine meiner besten Freundinnen. Es wird dir sicher nichts ausmachen, dass Sie den Brief gesehen haben. Wir sind uns sehr ähnlich. Besonders, wenn es um junge Menschen geht. Wir finden, Erfahrung ist eine unschätzbare Lehrerin. Wie Mirabel stets sagt, es ist eine Freude, jemanden erblühen zu sehen. Gerade wenn die Person selbst nicht daran geglaubt hat. In einem der Briefe wird Quidditch-Training erwähnt. Haben Sie gespielt? Das habe ich. Ich war jahrelang Sucherin für Ravenclaw. Bei Merlins Bart. Ich liebe Quidditch. Nichts ich würde es auch so gerne spielen. Nichts ist besser, den goldenen Schnatz zu fangen, wenn man mit 140 Punkten zurückliegt. Ich werde Professor Black die Absage dieses Jahr nie verzeihen. Ich vermisse es, Ravenclaw anzufeuern. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Mrs. Sprottle lässt grüßen. Was hätte ich nur ohne Sie und Aiden getan? Danke nochmal, dass Sie ihr geholfen haben. Und danke für meine Briefe. Es ist schön, in guten Erinnerungen zu schwelgen. Und der spricht mit seinem Maiskolben im Hintergrund. Ja, cool. Dann werden wir jetzt mal in den Keller gehen, bevor wir Dick berichten, weil das liegt ja hier jetzt dran. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht müssen wir uns auch unsichtbar machen. Das muss es sein. Das muss das da? Ich habe ein bisschen Angst, aber gut. Also eine Venemosa Tentacula sollen wir klauen. Das ist wohl der Keller.
Der ist ja da. Ich muss die Venemosa Tentacula finden. Der ist ja da. Der ist ja da. Warum ist der da? Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Kriegen wir hin, hoffe ich. Sonst ist die Quest vorbei, oder? Revelio. Da. Ich sehe sie. Aber wie kommen wir hin, ist die Frage. Wo muss ich ein Schloss knacken? Oh, oh. Oh, 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 oh. Läuft er jetzt durch die Tür? Ich weiß nicht. Warte mal, dann laufe ich mal hier lang. Ich weiß nicht, ob ich hier hinkomme. Das sieht aber gut aus. Was ist das für ein stranger Keller, Alter? Bei Schlossknacken... Wo ist die Venemosa Tentacula? Hätte ich wahrscheinlich jetzt gar nicht hinbekommen. Revelio. Hier drüben vielleicht? Kommen wir da auch so hin? Alter, was ist das für ein Keller? Was ist das für ein Keller? Da ist sie. Aber ich glaube, wir müssen einen Umweg machen. Das ist doch kein Keller. Ein halbes Verlies? Ich weiß nicht, ob wir gleich in den Questbereich rein müssen. Der hat Spinnen hier oben. Spinnen? Etwa Spinnen. Spinnen wird jetzt geübt. Ah, ah, jetzt weiß ich, warum ich nicht gegen euch ankämpfen kann. Warte, falls das Reset. Ich habe ihre Mutti getötet. Das ist ein Typen, wenn er mich entdeckt, muss ich einfach versuchen, ich helfe ihm. Die will er hier nicht bei sich haben. Schwöre ich euch. Gott, Ware. Aufgewichen. Ah! Oh, aufgespießt am Arsch, Alter. Ja, stimmt sogar. Aufgespießt am Arsch. Da, da, da. Irgendwie ist doch hinter mir irgendwas, glaube ich. In your face, in your face, am Arsch. Hier sind so viele! Was für ein Keller, Mann! Immer wieder werde ich in Gefahr rein. Ich liebe es ja ein bisschen, aber bist du das auch so? Das bedenkt sich, warum? Wieso? Warum mach ich das? ...67/70 Spinnen. Können wir uns bitte wieder unsichtbar machen? Danke, schön. Der hat den Keller ganz anders angepriesen, darf ich das mal sagen? Nicht so. Nicht so. So, wo denn steht da vor mir? Die Mission ist vorbei, bevor ich die Pflanze überhaupt habe. Dann breche ich ja zusammen. Habt ihr euch den Keller so vorgestellt? Nee, ich dachte eher an sortierte Regale. Nicht sowas. Oh, ist ja mehr als verwinkelt. Und das ist das Stück. Wie transportiert man denn sowas raus? Tentacula. Jetzt sollte ich zu Mr. Barnes zurück. In ich habe das Gefühl, der kommt. Ich höre Schritte, das sind nicht meine. Ey, das wäre wild, wenn der jetzt hinter mir steht und mich erwischt. Aber ich sehe nichts auf der Karte. Das müssen dann wohl meine eigenen Geräusche gewesen sein. Das heißt ja, bediene dich. Mach ich. Revelio. Oh, Leute. Boah, was für eine Mission, Mann. Was für ein Keller. Das war der Notgroschen. Den haben wir jetzt auch noch gefunden. Halt, da ist noch eine Truhe. Wie komme ich an die Truhe ran? Das ist eine große Truhe. Ich möchte an die Truhe ran. Ich gehe nicht ohne diese Truhe. Streng dich an. 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 Streng dich mehr an. Streng dich mal an. Wie komme ich denn da hin? Da sind Treppen. Nehmen wir die Stufen. Warte. Da ist die Leiter. Da, 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 da. Geht auch. Geht auch. Ach, sie tut einfach nicht das, was sie soll. Warte, vielleicht da rum? Mal gucken, wie wir rankommen. Ich gehe nicht ohne diese Kiste. Ich komme da nicht ran. Hä? Wie komme ich hier ran? Ich habe auch seit dem, was ich hier tue. Komme ich hier ran? Ach, vielleicht über die Kissen. Spring doch da jetzt hoch, verdammter Axtmann!
Ha, 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 ha. Oh nee, ich hänge in einem Bereich, wo ich... Oh, ich bin in dem Bugfest. Ja. Ah, ich hätte es über den Raum geschafft, oder? Ups. Ups. Das ist mir jetzt ein bisschen peinlich, aber nur ein bisschen. So, dein Platz ist voll. Am Popoloch, Mann. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Einfach, gibt's doch nicht. Einfach. Gibt's nicht. Mann. So, jetzt. Ich will aus der Kiste das jetzt haben. Oh, toll. Ein Hut. Da freue ich mich aber ganz doll arg. Mann. Ich latsche jetzt hier unsichtbar weiter. Ah, ist eine Ratte. Revelio. Revelio. Ist auch immer verwunderlich, wie sie das trotzdem doch vor sich hin sagen muss, weil es sonst nicht funktioniert. Okay, da ist der Typ. Wir müssen jetzt ungesehen an diesem Fraggle vorbei. Können wir es aufknacken? Ich würde jetzt einfach mal probieren, es aufzuknacken. Alohomora. Vielleicht ist er dann ja abgelenkt. Oh, aber gar nicht so einfach. Ich probiere mal den zweiten noch mit. Hm. Ein schwieriges Schloss. Oh, leck mich am Po. Mann. Aber er hängt ja vor dem Gang, ne? Oh, am Arsch, das gibt's doch nicht. Hallo, Humor. Oh. Ich spür's. Ist auch überhaupt nicht verwunderlich, wenn dann das Schloss plötzlich aufspringt. Aber er steht da noch. Wo muss ich hin? Wo ist der Ausgang? Revelio. Da links, ne? Psst. Keiner sagt was, keiner sagt was, keiner sagt was. Da liegt noch was. Ich will das haben. Das ist Geld. Oh. Nimm doch das Geld. Ich kann das Geld nicht nehmen. Oh, oh. Das Geld wird uns zum Verhängnis. Das Geld wird einem immer zum Verhängnis. Ich kann das Geld nicht nehmen. Ah, da ist noch eine Kiste. Soll ich die Kiste ein? Nein, komm, wir bringen sie mal einfach zurück. Ich weiß nicht, ob wir nochmal zurückkommen können. Ich komme nicht raus. Ich bin gefangen im Keller. Da. Ich weiß, da waren noch Kisten. Aber ich hatte Angst, erwischt zu werden. Ich meine, das ist ja im Endeffekt ein Diebstahl gewesen. Können wir da jederzeit wieder rein? Ich glaube ja. Wir merken es uns einfach. Jetzt gehen wir zu dem Typen erstmal hin und sagen ihm, ey, guck mal hier, die Pflanze, gib mir Geld. Ist die Besorgung für mich? Hallo, Mr. Barnes. Ja, ist sie. Ich habe die Venomosa Tentacula. Deswegen unterbreche ich dich. Ich brauche schnell das Geld. Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn sein geliebter Besitz wirklich fort ist. Hast du den Keller mal gesehen? Mal sehen, wer dann explodiert. Sehr gut. Unterstütze ich aber nicht, ne? Ab. Ja. Die Beschaffung war schwieriger als erwartet. Ich würde gern für meine Mühe bezahlt werden. Und zwar das Dreifache von dem, was du planst, mir zu geben. Sehr geschäftstüchtig ich von weiß. Ihnen. Hier, eine Kleinigkeit für den nächsten Besuch bei Zonkos. Noch einmal vielen Dank. Sie werden noch Großes erreichen. Oh, oh. Und was mit Drachenhaut? Was habe ich bekommen? Ach so, ist eine Optik. Okay, ist eine Optik, ist eine Optik, ist eine Optik. Wir müssen auch Sachen verkaufen. Ich würde ja jetzt voll gerne nochmal zurück in den Keller. So blöd wie das klingt, aber da waren ja noch Truhen. War der hier? Ich glaube ja. Ist die Frage, ist der da noch? Revelio. Ich glaube, der ist jetzt nicht mehr. Haha, siehst du? Der ist nämlich jetzt weg, weil Quest erfüllt. Das kannst du nicht einsammeln, ne? Das heißt, wir können uns hier nämlich jetzt umsehen. Und die zwei letzten Sachen hier noch holen. Ach so, Kapazität Feuer. Ich bin auch dumm. Ich bin einfach dumm. Ich muss was loswerden.
Ich eine Brille? Ich habe bald nichts mehr zum Loswerden. Das da. Das da. Das kann ja nicht schlimmer werden. Was war da jetzt drin? Das hat mir gar nicht angezeigt, was da drin war. Keine Ahnung. Und das da können wir nicht einsammeln. Also der Keller ist wirklich speziell. Freunde, wir werden jetzt vielleicht erstmal gucken, wenn wir jetzt hier schon mal stehen, was wir für Sachen verkaufen können. Wo muss ich denn da hin? Hier hoch, oder? Ist das nicht hier irgendwo? Hier. Ey, ich brauche kein Google Maps mehr. Willkommen. Lassen Sie mich einfach wissen, wenn willkommen. Hallo. Und hola. So, ich möchte Dinge verkaufen. Vielleicht werde ich diese lilanen hier verkaufen. Ja, die lilanen Handschuhe. Hier sehe ich jetzt erstmal nichts. Die zwei grünen. Und das blaue. Irgendwie so. Also die lilanen Handschuhe. Wie kann ich heute behilflich sein? Die lilanen Handschuhe, diese hier. Dann das da und das da und... Erhöhter Schaden durch alte Magie ist halt drin, ne? Kann ich so eine Sachen auch rausholen? Weiß das jemand? Wenn ich hoffe, wir sehen uns halt wieder. Irgendwie Verbesserungen dran stecken. Oh. Oh, Karton muss die runterfallen. Ich lieb's. So. Wir müssen, damit wir das jetzt in dieser Folge auch noch abarbeiten, auf jeden Fall ganz schnell zu Deke zurück. Es tut mir ein bisschen leid, ihm jetzt schlechte Nachrichten überbringen zu müssen. Wo ist er denn? Wo ist der Hauself? Da. Deke, es tut mir leid. Ich bin aus der Höhle zurück, Deke. Arme. Wunderbar. Deke hofft, Sie haben Tops von Deke gegrüßt. Konnte nicht mehr. Es tut mir wirklich leid, Deke. Aber Tops ist tot. Er scheint den Spinnen letztendlich zum Opfer gefallen zu sein. Aber da war auch eine krasse Spinne drin. Oh nein, das hat Deke befürchtet. So lange allein in der Höhle. Armer Tops. Deke und Tops hatten einst denselben Herrn. Als er starb, wurden wir getrennt. Starb, das heißt, sie haben Deke den Herrn getötet? Immer, dass Tops auch nach Hogwarts kommt. Deke ist froh, so netten Hexen und Zauberern wie ihnen dienen zu dürfen. Deke wird seinen Freund vermissen. Und mit schwerem Herzen auf ihn anstoßen. Oh. Es tut mir wirklich leid um deinen Freund Deke. Danke, Sie sind sehr freundlich. Deke braucht etwas Zeit zum Nachdenken, wenn das in Ordnung ist. Klar. Oh. Das war jetzt nicht schön, ihm das so übermitteln zu müssen, aber... Was willst du machen, ne? So, ich werde jetzt erstmal die Tränke einsammeln. Wir haben ja ein bisschen was verbraucht. Und auch mal neue Tränke ansetzen. Ich glaube hier, das wird jetzt die Mega-Power-Trankstation. Aber wir haben ja auch was Neues. Wir könnten... was haben wir denn? Wir haben doch den Fokustrank. So, werden wir jetzt auch mal herstellen. Dann findet, sie sollten stolz auf eigene. Ach, Deke, du wolltest ja doch eine Auszeit nehmen. Geh eine Runde ins Tiergehege in Urlaub. Auch sehr grenzwertig. So. Unsere erste gepflanzte Venemosa Tentacula müsste fertig sein. Da steht sie in voller Blüte. Zauberhaft. Guck mal, ist die schön. Fantastisch. Das finde ich cool. So, ich glaube, wir werden mal schnell noch eine Runde zu den Tieren schnell reingehen. Oh.
So, Folgenzeit ist nämlich bald vorbei. Ich werde hier jetzt mal einen Ball für alles den hier rauslassen. Den sie alle mögen. Weil dadurch haben wir es nämlich dadurch, dass sie sich jetzt selber füttern können, auch einfacher. Wir müssen jetzt nur noch, in Anführungszeichen, streicheln, wenn wir können. Oh, süß. Nein, ich wollte ihn nicht rein. Nein. Ach, ich bin dumm. Einfach dumm schon wieder. Ich passe auf dich auf. Nein, du lässt ihn da jetzt wieder raus, Mädchen. Och. Gibt's doch nicht. Welcher Niffler war denn das? Der hier, ne? Oh, lass ihn da jetzt raus. Gott, dann geh hier raus, Mädchen. Ehe du Dinge machst, was du nicht tun sollst. Gibt's ja nicht. Ach so, ja. Wir können. Haben wir nicht noch einen Terrestral gefangen? Gerettet natürlich. Den können wir jetzt noch schnell rauslassen. Unsere Folgenzeit ist nämlich gleich vorbei, muss ich aufpassen. Schieß doch nicht schon wieder. Ah nee, wir haben Mondkälber. Stimmt, wir haben zwei Mondkälber. Stimmt, wir wollten einen fangen, den wir nicht gefangen haben. Okay, Ladies and Gentlemen, was wir das nächste Mal machen, wie das Ganze weitergeht, werden wir das nächste Mal rausfinden. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit am Start seid und bis dahin genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei.